Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, ich weiß, was die Kecleon-Brüder anbieten, was die im Laden haben. Ich hatte nämlich vorhin schon einmal 2 Minuten oder so aufgenommen. Das heißt, ich habe auch nur wirklich nur in den Laden geguckt. und mehr auch nicht. Dann hat aber ein Kumpel geschrieben, dass er bereit ist für ein Placement-Game bei League of Legends, was ich auch gemacht habe. Dann habe ich schnell die Aufnahme abgebrochen, Save-State neu geladen und jetzt nehme ich wieder auf. Ja. Ich habe denen jetzt einfach mal die Items so gegeben. Spiralband, Dragon und Aleatoscope? Scope-Linse. Für Haru. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ein bisschen was an Geld mitnehmen. Ich will erstmal hier 6 mitnehmen und da 9 ist richtig. Dann hier 7. Und dann können wir hier nochmal 4000 mitnehmen. Haben wir 5000 Goldmünzen, also Poke. Und ja. Ich hatte mein Placement-Game mit Karma gemacht. Aber das erzähle ich gleich alles erstmal. Wir kaufen uns jetzt das hier, das hier, das hier, das hier. Und haben noch ein bisschen Geld für Shops, die in den Dungeons aufkommen könnten. Auftauchen könnten. Floragummi ist für Pflanzen-Pokémon. Das ist gut. Das ist für mich. Moment mal eben. IQ, wir haben hier 4. Okay, hier haben wir auch 4. Und Haru hat auch 4, ne? Ja. Gut, dann bin ich sogar dran mit Gummis essen. Gelb-Gummi, Doki. Klar-Gummi. Doki. Oh, Überlebenskünstler. Nice. Dann ist jetzt Dragon dran. Na, super gut. Rotgummi für Dragon. So, was habe ich denn? Ihr Überlebenskünstler, was ist das denn? Da. Kann durch Essen seinen Magen noch weiter füllen als gewöhnlich. Es kann dazu den negativen Effekten, die beim Essen von Slimekost entstehen, besser widerstehen. Cool. Das ist sehr gut. Das heißt, wir füllen mit dem Apfel jetzt mehr. Ich würde auch mal wissen, wie viel. Können wir dann im nächsten Dungeon mal ausprobieren. Und Slimekost ist auch super, dass wir das jetzt, ja, die negativen Effekte nicht mehr bekommen. Und es nicht mehr 25, sondern mehr füllt. Da wir dann mehr durch, mehr Magen füllen. Super. Möchtest du, ja, ich möchte ein Blaugummi geben. Los, du kannst es ruhig essen. Es ist ein Blaugummi. Dummi? Ja. Dummi. Wie süß. Oh, puh. Ah, es hat das Gummi gegessen. Dummi. Haha, es mag dich, Doki. Es ist so süß. Hey, Doki. Das Kleine ist noch ein Baby. Wie wäre es, wenn wir uns noch eine Weile darum kümmern? Klar. Okay, super. So machen wir es. Mach nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was? Ah, dieses Kleine ist ein Pokémon, das normalerweise im Meer aufwachsen würde. Diese Umgebung ist offensichtlich anders als das Meer. Hinzu kommt noch, dass wir so gut wie nichts über Manaphy wissen. Wer weiß, was passieren kann. Aber das Kleine wäre nicht sicher, wenn wir es einfach im Meer aussetzen würden. Lass uns auf das Kleine aufpassen, bis es etwas größer ist. Bitte. Wir werden uns gut um das Kleine kümmern, versprochen. Schön, wenn ihr darauf besteht. Oh, du musst dir keine Sorgen machen. Auf uns ist Verlass. Nicht wahr, Doki? Ja, klar. Natürlich. Super gut. Okay, Manaphy. Fürs Erste ist das dein Haus. Haus? Genau, Haus. Wir werden auf dich aufpassen, kleines Kerlchen. Haus. Aber, was sollen wir jetzt machen? Dummi. Okay. Du willst ein Blaugummi? Es hat einen ganz schönen Appetit, unser kleines Manaphy. Okay. Finden wir noch Blaugummis für Manaphy, Doki. Alles klar, weiter zur Schroffküste. Obwohl wir im letzten Part keine Blaugummis dort gefunden haben, außer das im Laden. Aber naja. Vielleicht finden wir ja jetzt welche. Wäre auf jeden Fall sehr vom Vorteil. Auf zur Schroffküste. Oh yeah, Mann. Geil. Schroffküste, super gut. Genau. Ich habe mein Placement-Game, mein drittes jetzt mit, Karma gemacht. Unser Team bestand aus
Karma, also mir, als Supporter. Corki ADC, Riven Toplane, Syndra Mitte, das war Nietzsche, also Kumpel, halt. Und gibt's hier keine Items auf dieser Ebene, was? Und ein Rexer Jungle. Doch, okay. Poke und ein Apfel, wow. Ich bin begeistert. Und ja. Im Gegnerteam waren Tründer auf Toplane, Lee Sin im Jungle, Vel'Koz in der Mitte, Jhin als ADC und Braum Support. Im Early sah das Game so schlecht für uns aus, das glaubt ihr gar nicht. Das war übel abgefuckt. Und zwar hat die Riven einfach gechillt den gegnerischen Tründer mehr gefeedet. Ich stand irgendwie 2-9 oder so im Midgame. Tründer war halt mega gefeedet, Lee Sin auch. Botlane ging eigentlich, unser Corki war mega bad eigentlich, weil er hat nicht wirklich gefarmt. Er hat auch am Ende, nach 51 Minuten, hatte der Typ nicht mal 200 Farm. Als ADC. So bad, Alter. Das war so bad. Aber sonst haben wir im Early eigentlich ganz gut was gemacht. Plosivsam, Plosivsam und das ist ein Gelbgummi, das brauchen wir auch nicht. Ja. Botlane Early war halt relativ okay. So, wir sind nicht wirklich häufig gestorben. Corki war halt nur total underleveled und hatte halt einfach keinen Farm. Das war halt mega bad, aber sonst ging's eigentlich. Nietzsche mit Syndra in der Mitte hat ganz gut gegen die Vel'Koz gespielt. War halt auch ein bisschen gefeedet. Stand irgendwie 8-4 oder so mit. Aber ja, Riven halt hat Tründer gefeedet und Lee Sin und der Rek'Sai ging eigentlich. Und dann sah das Game halt so bad für uns aus. Wir haben jeden Teamfight verloren erstmal. Aber das Gute war, die Gegner haben halt nicht wirklich was draus gemacht. Die haben nicht wirklich viel gepusht. Die hatten erst, glaube ich, in der 40. Minute oder so den ersten Inhib bekommen. Und sie hatten halt auch nur diesen einen Inhib. Und dann, ja, sind wir halt auch wieder zurück ins Game gekommen. Wir haben dann mal immer alle auf eingespielt, sag ich mal. Hat zwischendurch mal einen rausgesnackt, wodurch wir dann ein paar Vorteile hatten. Corki war dann auch am Ende ganz gut gefeedet. Und nach 51 Minuten haben wir dieses verdammte Game dann endlich mal gewonnen. Ich habe halt echt nicht erwartet, dass wir das gewinnen, weil es echt richtig schlecht für uns aussah. Aber ja, es ging dann doch noch. Und ja, jetzt stehe ich 2-1, also 2 Wins, 1 Lose in den Placement-Matches. Und vielleicht mache ich nachher noch ein Game, ich weiß es noch nicht. Gucke ich auf jeden Fall, mal. Ich bleibe auf jeden Fall super treu. Ich werde weiterhin Support spielen. Bin ja momentan irgendwie zum Main-Support digitiert, sag ich mal. Ich weiß nicht, ich spiele momentan sehr, 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 sehr gerne für Support. Habe ich auch schon im letzten Part, glaube ich, erwähnt. Und ich werde jetzt so Main-Supporter werden. Ich war ja schon eine Zeit lang, habe ich ja sowieso immer Support gespielt. Mit André damals, er ADC, ich Support. Und bin dann halt aber auf weiterhin Jungle Main geblieben. Jungle First, Support als zweites. Und ja, jetzt bin ich halt Support Jungle. Wir haben immer noch keinen Blaugummi gefunden. Und ja, mal gucken, wie das so wird, wie ich am Ende aussteigen werde in den Placements. Ich hoffe nicht zu bad. Aber ja. Und ich liebe Karma, ohne Witz, Karma ist so OP. Ich hatte einfach 45% Cooldown und ich hatte, also 45% Cooldown Reduction. Und ich hatte einfach keine Cooldowns mehr. Mein einziges Problem war am Ende die Mana. Weil ich einfach, nee, es ging nicht. Und ich habe mich einfach mit meiner Ulti W so viel hochgeheilt. Das war unglaublich geil. Mit Geistessicht. Und ja, war schön. War schön, ich liebe Karma im Late Game. Es ist einfach übel OP. So, gucken wir mal, wie viel wir jetzt Magen füllen. Und es ist 55, wow, 5 mehr. Naja, 5 mehr haben oder nicht haben, ist halt trotzdem worth. Sag ich mal. Ja. Wir haben immer noch kein Blaugummi gefunden, Alter. Wir haben echt kein Glück. Das wollte ich eigentlich skippen, ne? Das wollte ich offscreen machen, glaube ich, ne? Scheiße. Ja, okay. Vielleicht finden wir noch ein paar Missionen oder so, die ich, bei denen ich Blaugummis bekomme. Es gibt ja auch diese Wunderbriefe, die du kriegst oder schreiben kannst. Dadurch kannst ja Missionen freischalten, wenn du die Codes dafür hast. Und dafür gibt's ja Google. Einfach googeln nach Blaugummi-Missionen, dann kannst du die alle freischalten. Dann snacke ich mir dadurch ein paar Blaugummis. So habe ich das damals auch mal mit Belebersamen gemacht. Du kannst halt jede Mission nur einmal machen.
ist das Problem. Deswegen kann ich mir halt nicht unendlich Belebersamen durch diese Mission holen. Aber naja, Blaugummis brauchen wir auch nur noch für diese Mission, deswegen ist alles okay. Und joa. Na gut. Jetzt habe ich auch gerade wieder nichts zu erzählen, schade. Jetzt habe ich alles fertig erzählt. Ich kann ja nochmal auf das Placement-Match gerade eben zurückkommen. Es war halt, ey, Riven ist im Early halt, also unser Team ist halt im Early immer total dumm reingerannt. Einfach reingerannt, gedacht, ja komm, kill, yeah, easy. Und dann sind sie gestorben. Weil sie einfach dumm gespielt haben. Aber naja, dann im Late war halt super geil. Nietzsche hat halt alles gewone-shottet, also eigentlich nicht alles, nur die Velkos und den Jhin gewone-shottet. Das größte Problem war halt Ründermeer. Ich weiß nicht, der Jhin war eher nicht wirklich zu bemerken, sag ich mal. Man hat seine Ulti manchmal gespürt, aber sonst eigentlich nicht viel, weil er halt, ich weiß nicht, er war halt entweder instant tot oder nicht wirklich in dem Fight dabei. Das war halt super, sehr gut. Und daher konnte er halt nicht wirklich viel machen. Das unser Hauptproblem war halt Ründermeer. Den hat Nietzsche halt gut weggezogen. Riven hat halt im Endeffekt auch mega gut Damage gemacht. Corki wurde auch gefeedet durch einen Triple Kill im Anfang Late. Und wir haben kein Blaugummi bekommen. Verdammt. Gut, müssen wir weiter gucken. Gleich. Naja, einmal mache ich den Dungeon gleich noch. Wir müssen die Zeit ja irgendwie rumkriegen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Manafi. Okay, wir müssen Manafi Blaugummis besorgen. Ja, ich weiß. Ja. Was soll ich sagen? Genau, aber wir sind halt relativ gut zurückgekommen. Ich bin halt auch so selten noch gestorben, weil ich halt die ganze Zeit mein Schild ready hatte. Und mein Ulti-W-Heal war halt übel. Und. Das war halt einfach so OP. Spielt einfach Karma als Support, ey. Mit, was habe ich gekauft? Ich hatte gekauft, das Ward-Item. Also das blaue Support-Item. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und das dann verbunden mit dem Sidestone. Dann hatte ich im Early noch Cooldown-Boots, die ich am Late nicht mehr brauchte. Weil ich sowieso 45% Cooldown hatte. Die habe ich dann später zu Zauberschuhen ausgebaut. Das heißt Magic Penetration Boots halt. Dann habe ich mir... mir fällt der Name nicht ein. Scheiße. Das Item geholt, was die Schilde verstärkt. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Wird auch bei Karma auf jeden Fall vorgeschrieben. Nee, exportieren wir jetzt nicht. Keine Blaugummis, okay. Danach habe ich mir Redemption geholt. Und dann Geistessicht und Panzer des Toten. Nee, gar nicht. Doch, Panzer des Toten Mannes. Einfach nur, um diese Tankiness zu haben noch. Und der extra Heal bei Geistessicht ist halt auch mega OP. Und ja. Dann, ich war einfach kaum tot zu kriegen. Kaum, ich hatte halt einen mega Cooldown, ich konnte mein Team einfach die ganze Zeit schilden. Ulti hatte auch nur irgendwie 14 Sekunden Abklingzeit oder so. War halt super. Und ja, war halt mega, mega geil. Wir haben auch dann im Late halt endlich gewonnen. Das war, der letzte Fight war... Oh, Gastrodon hat ein Blaugummi aufgehoben. Wir müssen Gastrodon finden. Wo bist du, Gastrodon? Komm zu mir, mein Schnuggiputz. Ich will dich haben. Nein, Seemops, ich will dich nicht aufnehmen. Gastrodon. Da ist ein Gastrodon. Komm, das ist doch bestimmt das Gastrodon. Nein. Nein, es ist nicht das Gastrodon. Okay, schade. Da ist ein Gastrodon. Komm zu mir. Ach komm. Warte mal, ich will mal fixieren. Zack. Auch nicht das Gastrodon. Hier war aber noch eins. Das will ich auch haben. Zack. Oh shit. Nein. Ich hätte es nicht da töten sollen. Besiegen sollen, was auch immer. Denn jetzt kommen wir da nicht ran. Kann ich nicht den Teampartner wechseln? Shit. Haru. Taktik. Weg von hier.
Nein, geh nicht da lang. Komm zu mir. Oh, shit. Okay, komm wieder zurück, genau. Schöne Sache. Moment, wenn ich jetzt vielleicht, ich versuche das jetzt. Wechseln? Nein. Komm. Du sollst hier weggehen. Du sollst hier weggehen. Okay, komm wieder zurück. Manu! Okay, das wird jetzt wieder Zeit in Anspruch nehmen. Komm her. Okay, du gehst jetzt dahin. Team, Pokémon wird seinen Weg gehen, egal wohin der Anführer geht. Okay, dem Gegner hinterher, Ärger vermeiden, Geduld ist eine Tugend. Okay. Jeder für sich. Nein! Okay, ich versuch's jetzt. Okay, nein, schade. Schade, schade, Schokolade. Es kommt halt nicht. Es geht halt nicht den Weg. Vielleicht wird es ja jetzt. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon. Es wäre so gut. Ich will dieses Blaugummi haben. Das war so dumm, dass ich es da nicht geholt habe. Jetzt musst du warten. Anderen Weg gehen. Ja, komm, komm, komm. Na, ah, okay, ich lasse es. Taktik, wir sind ein Team. Scheiße, war das bad. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ja, wir haben es am Ende gewonnen. Genau. Ich glaube, ich bin... Nee, ich war nicht gestorben. Ich war doch nicht gestorben, nein. Alles gut. Was war denn passiert? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben Teamfight halt gewonnen. Durch irgendwas. Und... Ja. Dann konnten wir halt am Ende noch durchpushen. Riven hat noch den... Jin am Ende gedived. Der hat nämlich als einziges noch überlebt gehabt. Und ja. Ja. Ja, das war's. Ach ja. Oh Mann, ey. Ich bin bei Placement-Matches immer so mega angespannt, ey. Das ist unglaublich. Ich verhaue so oft meine Skillshots, weil ich einfach so angespannt bin. Es ist auch wirklich nur bei Placement-Matches eigentlich mega schlimm. Bei normalen Rankeds habe ich das auch manchmal. Aber bei Placement-Matches ist es halt noch schlimmer irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ist halt mega nervig. Nervig. Aber naja, wir haben noch 3 Minuten. Alter, habe ich viel Zeit verplempert. Okay. Dann würde ich sagen... Super. Beeilen wir uns hier mal nochmal ein bisschen. Der hat da nichts, okay. Wir haben Flora-Gummi eben aufgehoben. Da war ein Gastrodon mit Blaugummi. Super geil. Wo ist es? Wo ist es? Ich will's haben. Diesmal töte ich es nicht auf dem Wasser. Hoffentlich. Hoffentlich... Da ist ein... Okay, ist es das? Nein, ist es nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Das ist ein Krabi, okay. Komm, mach du das mal. Genau, Dragon. Mach du das mal, alles Dragon. Alles klar. Da ist ein Gastro... Komm, das ist es jetzt aber. Ja! Nein. Gut, dann behalten wir das Blaugummi jetzt. Und jetzt... Ich hab keinen... Oh, ich sollte mir angewöhnen, Fliehops mitzunehmen. Es hätte ein Belebersamen gerade sein können, aber egal, komm, wir machen noch schnell die Schroffküste durch und danach beende ich den Part. Und dann geben wir Manafi noch schnell das Blaugummi und wenn es dann noch mehr will, dann sammle ich offscreen noch ein paar Blaugummi. Würde ich sagen. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Was ist das? Ein Heilsamen, okay. Dim, 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 dim. Ich weiß, da unten könnte noch ein Raum sein. Ist sogar sehr wahrscheinlich. Egal, wir wollen jetzt keine Blaugummis suchen. Stimmt, wir wollen jetzt einfach nur durchkommen. Mein Magen ist leer. Ja, super. Finde ich doch schön. Finde ich doch sehr schön. Ja, wir machen das mal anders. Wir nehmen mal das Flora-Gummi erstmal. Wie viel hat das jetzt in unserem Magen gefüllt? Oh, 35, wie es aussieht, schätze ich mal. Ist okay. Ist gar nicht mal schlecht. Das ist ein Orb. Meliori-Orb, okay. Den hätten wir auf der ersten Ebene gebrauchen können. Damn. Das ist nicht gut. Egal. Eigentlich könnte ich auch in diese Dungeons nur mit Haru rein. Damit nur der Erfahrungspunkte kriegt und ich dann halt auch über das ganze Wasser laufen kann, etc.
Wäre halt eigentlich ganz gut. Könnte ich mal machen. Aber naja. Egal. Egal. Was ist da unten noch? Ah, komm, die kleinen Kiesel will ich jetzt nicht alle mitnehmen. Das ist nicht so nötig. Sag ich mal. Wir haben auch den Part gleich... Wir haben den Part jetzt erreicht von der Zeit her. Wir sind da bis 46 gekommen, Alter. Mehr KP als Dragon mittlerweile. Supergeil. Kleinkiesel brauchen wir nicht. Komm, finden wir noch einen Blaugummi, oder? Seejung hebt. Was? Poker auf, ne? Das war Seejung? Echt? Ist Seejung nicht der... die andere Robbe da aus... Oh, wie heißt das Pokémon, scheiße. Egal. Nee, das ist Yugong, stimmt. Yurob und Yugong. Stimmt. Komm, ich will jetzt auch eigentlich nicht mehr einen Apfel essen. Dann finden wir hier jetzt die Treppe? Auch nicht, okay. Ich glaube, wir müssen einen Apfel essen. Schaden haben wir gerade gedrückt. Alter Vater, das ist echt. Also Damage bei solchen Gegnern stimmt. 340. Okay, es ist auch noch doppelt effektiv, aber... Auf das nächste Pokémon, das wir treffen, wenn ich noch die Treppe nicht gefunden habe, das setze ich erstmal... Okay, wir haben die Treppe. Hätte ich, Dings einsetzen können. Gigasauger. Ja, den ganzen Tag eins gezeigt, ich bin schöpft, ja, wir schlafen, ja, weiter, toller Tag, morgen, schön. So, wir geben mal Affi noch schnell das Blaugummi und mal sehen, was dann passiert. Guten Morgen, Loki. Hallo! Guten Morgen, mein Affi. Okay, wir müssen mal Affi Blaugummis besorgen, ja. Hallo! Zack! Tommy! Ja, wir möchten Manafi Blaugummis geben. Ein Blaugummi. Manafi Blaugummi, genau. Dummi! Na, schmeckt das? Lecker, Dummi? Lecker? So ist es, lecker? Lecker, Dummi, lecker! Haha, das kleine Kerlchen wächst bei dem Tempo bestimmt in Windeseile. Ja, was stimmt denn? Stimmt etwas nicht? Ja, das Kleine hat seine Fütterung gehabt, jetzt will ich schlafen. Seien wir ruhig und lassen es schlafen. Ja, schlaf gut, Manafi. Okay, am nächsten Morgen. Tipp, guten Morgen, Doki. Hallo. Guten Morgen, Manafi. Morgen, Doki und Dragon. Wow, es hat schon... cool. Na nur, das Kleine hat uns mit unserem Namen angeredet. Das ist toll, Manafi. Toll. Nun, Doki. Was sollen wir für heute, was sollen wir heute mit ihm unternehmen? Nur essen und schlafen kann auf Dauer nicht gesund sein. Ich weiß, wir gehen mit ihm, mit dem Kleinen am Strand spazieren. Spazieren! Ja, das ist ein guter Plan. Guck mal, oh, wie süß! Oh, wie süß, guck mal! Oh mein Gott! Es fliegt uns einfach hinterher! Oh, wie süß! Das ist cool. Warum ist Haru nie dabei? Das ist Manu. Man müsste so irgendwie, weiß ich nicht. So Teammitglieder zu Standard-Teammitgliedern nennen sollen können. Das wäre so cool. Dass Haru dann auch hier mit rumlaufen würde, wisst ihr? Das wäre super. Naja Leute, wir beenden hier den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich knack wieder mit meinen Fingern, so wie irgendwie am Ende jedes Parts. Haut rein.